gegen Werder Bremen wie aufgedreht. Die jungen Spieler waren wieder dabei. Kruse in der Abwehr, Stefan Teuber im offensiven Mittelfeld und vor allem an der linken Seite Carsten Magbart. Bremen stürzte zu Beginn von einer Verlegenheit in die andere. Ein Foul von Sauer, dem Libero, der heute für den verletzten Petzai spielte, Anton. Und der schießt selbst, Burdenski. Viel Stimmung im Stadion, 18.300 Zuschauer und Schalke K. Das ist Magbart. Flippinger, der links außen. Sehr schnell, mit erstaunlich viel Selbstbewusstsein. Einer von denen, auf die Günther Siebert, der Schalker Anhang, hofft. Das ist Teuber. Noch ungelenk. Wegmann, der Mittelstürmer. Kleppinger, sie standen sich gegenseitig im Weg. So groß, so stark war der Druck. Wieder ein Schuss von Carsten Magbart. Er ist 19, ein gelernter Rechtsaußen. Kommt früh mit dem Ball nach innen. Schoss in Mönchengladbach ein Tor, hatte gegen Kaiserslautern hier seinen Auftritt. Und dann Winfried Hannes. Doppelpass mit Teuber. Doppelpass mit Kleppinger. Die präzise Flanke. Magbart. Gespielt 16 Minuten. Glänzend herausgespielt. Der Linksaußen vor Scharf am Ball. Wir werden das gleich noch einmal sehen. Der Torschütze hier. Hannes kommt, der viel für die Offensive tat. Der zweite Doppelpass mit Kleppinger. Bratzeit, der Norweger, kommt nicht heran. Und dann ist der schnelle Linksaußen eher am Ball als die Bremer Abwehr. Das ist er. Ein Name, ein Gesicht, das man sich merken muss. Ein Spieler, der 7-8 Begegnungen gemacht hat. Und dann Ordenewitz. Die erste nennenswerte Szene für die Bremer. Junghans, Werder, Otto Rehhagel, der nachher monierte, ohne Kampfgeist, behäbig, sehr statisch in der ersten Hälfte mit Anlauf. Das ist Kruse, Schalke machte das Spiel. Schaff. Sauer. Ein Spieler, der das Risiko liebt, vor Checking von Magbart. Ein Junge, der nicht lange fackelt, geradlinig spielt, der Torszenen hatte. Rudi Völler, sein Antritt vorbei und eine glänzende Reaktion von Walter Junghans, schon halb aus dem Tor heraus, mit dem Unterarm pariert. Rolf Schafstall hat eine schwere Saison gehabt in Schalke. Er setzt jetzt, wie alle, die hier Verantwortung tragen, auf die Jugend, vor allem natürlich auf diesen Mann, auf Olaf Thon. Auch heute ein Riesenpensum. Schieper, einer der Mittelfeldspieler, auf Wegmann. Was macht er? Kurz vor der Pause. Ein Schuss, das Tor wackelt, er hat zu genau gezielt. Das hätte das 2:0 sein müssen. Jürgen Wegmann hier, Bratzett verfehlt. Keine Chance für Burdenski. Wegmann, der zu den Bayern geht, nach München, der Pausenstand. Dann kam der Wechsel. Er ging, der Torschütze Magbart ging. Und Bistram, André Bistram, ebenfalls ein junger Mann, neu bei Schalke im Spiel. Das ist schon die Mannschaft, die in der nächsten Saison hier im Parkstadion um Punkte spielen muss. Kein Elfmeter. Ottawa von Jakobs hart, aber regelgerecht genommen. Die Bremer, nun stärker, das ist Hannes, mit mehr Druck, Sauer, auch er kam neu in die Mannschaft, Manfred Burgsmüller, vorne in der Spitze, Wolter und immer wieder schnelle Konter, Bistram, Olaf Thon. Wegmann. Da hörte man es klatschen am Pfosten. Zum zweiten Mal der schnelle, bewegliche Mittelstürmer, der sich so wunderbar lösen kann. Auch hier Burdenski ohne Chance. Er hatte Pech heute,
machte ein exzellentes Spiel und dann die Schlussphase. Meier, Junghans aus der zweiten Linie, Hermann, Bremen stärker, wachte nun auf, versuchte heranzukommen, wieder Hermann. Die junge Schalker Mannschaft nervös, aber immer noch mit viel Mut, mit viel Tempo. Und er war heute der Beste, der überragende Mann, der kleine Olaf Thon. Er scheint ein ganzer Kerl zu werden in Schalke. Hat viel dazugelernt in dieser zweiten schweren Serie. Und das ist der Stimmungsmacher Charlie Neumann. Fußballfans, die sich für Schalke interessieren, und das tun ja nun Millionen, die kennen ihn. Schieber, die letzten Minuten. Ein offener Abtausch, ein abgefälschter Ball. Bremen im Glück, zwei Pfostenschüsse, viele Torszenen für die Schalker. Aber dann noch zweimal Rudi Völler. Bremen natürlich cleverer, rationeller. Wolter und ein Handspiel. Das hatte der Rudi schon einmal gemacht in der ersten Hälfte. Und er sieht hier zu Recht rot von gelb, bitte meine Entschuldigung, die gelbe Karte von Schiedsrichter Scheurer aus München. Er fehlt im nächsten Spiel daheim gegen Dortmund. Gelbe Karte also gegen Völler, der hier die Riesenchance hatte bei dieser Flanke von Adenowitz. Er kommt nicht ganz heran, trifft den Ball nicht voll. Wir sehen es noch einmal. Die letzte Möglichkeit. Es blieb beim 1:0 für Schalke. Zum Schluss Charlie Neumann unterwegs. Schalke mit jungen Spielern, mit neuem Schwung. Das am Ende einer langen Saison. Im Hintergrund die großen finanziellen Schwierigkeiten. Ein verdienter Sieg gegen Bremen, der neugierig macht auf die nächsten Spiele dieser jungen Truppe.